Insta überlastet. Codierung. Komm, weiter. Ihr müsst euch da melden. Aber ich sehe es, die Vorschau ist so schlabber, schlabber. Wo bist du denn? Wasservoll. Kannst einfach nie eine Sekunde warten, wenn man Probleme hat. Du hast ihn, Olli, bleib da, wo du hingebeamt bist. Ich bin jetzt hier im Wasserfall. Da ist kein Loch. Wasserfall? Der direkt neben uns war. Ich komm wieder hoch. Aber wenn ich das machen würde, wäre schon lange Holland in Not. Würdest du 3 Stunden nicht mehr mit mir reden? Ist da unten was? Nein. Ja, dann komm bitte wieder hoch. Seh dich. Echt wissen, was da wieder los ist mit dem Spiel. Wo bist du? Neben dir. Zu Fuß. Ups. So schreckt. Seh dich. Nicht mehr. Ich bin runtergegangen. Wohin? Ah, da, ich sehe dich. Seh dich. Alter, dieses Vieh. Kapau wohnen. Ich glaube, ich weiß, was das war. Der hat noch 10 Millionen Frames in der Hinterhand, weil die ganze Zeit die Internet-Blacks da waren. Und die sind jetzt weg. Und die wollte er erst noch alle übertragen. Haut neue Scheiße um Ohren. Andi, der Punkt, den du dir mit den Koordinaten aus dem Netz gesetzt hast, ist in der Mitte von deinem Dreieck, ne, was als Marker zählt. Das weiß ich. Okay, ich wollte es nur mal sagen. Also hier muss irgendwo ein Eingang sein, sagst du, ja? Ja. Wo ist denn der genaue Punkt? Wenn wir da einmal hin, dann kann ich da im Umkreis mit dir suchen. Sonst bringt das nichts. Ups. Ja, hier. Hier ist der Punkt, okay. Dann weiß ich auch, wo der Eingang ist. Ich guck gerade sehen, das Wasser hier. Pack nur erstmal flup flup ein. Hier geht's in eine Höhle. Oder ist das keine Höhle? Durchgang. Gut. Aber erstmal packe ich Flattertüt ein. Hier ist alles voller Krokis. Ja, deswegen, wir brauchen Krokohaut. Oh. Und da habe ich schon die erste von 4. Oh. Mal jetzt höher. Wieso werde ich denn da weggebounced? Was ist das denn? Okay, habe ich schon mal 2 von 4.
Du hast eine Rudel Piranhas hinter dir. Halb so wild. Und drei Krokodile vor der Auge. So, die Krokodilhaut hat sich dann, glaube ich, auch erledigt. Vier Stück müsste ich haben. Die bouncen einen weg. Was ist das? Das ist, als ob ich an der Grappling Hook hänge. Auch noch nie erlebt. Das ist ja wunderschön, aber was da gerade abgeht, habe ich in all den Jahren in Ark nicht einmal erlebt. Also mit den Problemen, weißt du, die da aus dem Nichts kommen und so. Hm. Das ist eine Atlasblume. Jupp, Kurkuma aus dem Atlas. Kriegst du Stimmbeeren und Nakobeeren raus? Cool. Suche aber viel eher den Eingang zu der Höhle. Ja, mit dem Krokus, das wird nicht in Ordnung. Hab sie. Sehr schön. Setz sie hier im Beacon. Brauchst du nicht durch die Piranhas. Ja, ich warte. Kannst. Jetzt überlastet er nicht mehr. Verrückte Nummer. Ja, du bist aber auch nicht bei mir angekommen. Keine Ahnung, wo der Beacon schon wieder war. Ja, in der Map hast du Beacon gesetzt, in der Luft irgendwo. Deswegen porte ich oben raus. Okay, ich setze ihn draußen. Im Wasser. Direkt vor der Tür. Hast du ihn in der Luft gesetzt, ne? Nein. So, jetzt tauchen hier. Tauchen? Ah, okay. Ja. Okay. Ja, nice. Hast du die Grapplings noch bei? Ja, klar. Und auch den Rest. Waren wir hier nicht schon? Was, wie? Sieht ähnlich aufgebaut auf, ja. Ey, Netz hält. Netz hält. Ich hatte einen längeren Atem. Yeah! Entschuldigung. Hier, guck mal, Kurkuma aus Atlas. Ja, ich weiß. Cool. Oh, Atlas habe ich auch wieder Bock drauf. Du nicht? Nicht wirklich. Oh, gut. Wie die Leute dann solo kommt. Das war eine Sackgassee. Und hier kamen wir her, ne? Nee. Oh ja, mit tiefer und lautere Höhengeräusche. Oh, hier ist Gilbarabel. Ich frame die Höhle. Und roter Loot Drop. Chili Maske BP und Taucher BP. 148 die Maske nur. Skorpione.
Nee, nix. Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr? Ach ja. Boah, ich komme hier gar nicht klar. Es ist wahrscheinlich wieder ein Overspawn, wie ich eben im Wasser hatte. Fühlt sich genauso an. Weil mit dem Patch von gestern haben die irgendwie einen Overspawn eingefrimmelt. Komm mal vor, sind die gesoffen. Ja. Das hatte ich vorhin auch im Wasser. Wird wahrscheinlich ein Overspawn sein. Da die ja, 33 Frames läuft, ne? Hier alleine 10 Atropleuras, 10 mindestens. Passt nicht durch. Ist nur ein gelber Drop und nur Schilde drin. Aber dahinter geht's bei. Ja, geht's weiter. Aber da kannst du auch außen rum. Ich komme in den Raum raus, wo du drin bist, sozusagen. Hier. Ah, jetzt stecke ich was. Ja, nee, ist klar. Über 10.000 Chitin. Wir haben echt gestern viel Drähte gebaut. Hyper-Overspawn reingeklatscht. Im Meer. Randvoll. Ja, dann Tüte ein, dann gehen wir mal durch. Oh, hier ist auch wieder wie besoffen. Warte mal. Ja, ist nur nicht alles so einfach. 18. Was? FPS. Ah. Wundert, dass ich mich wie besoffen fühle. Ja, es ist Wahnsinn. Vielleicht deswegen auch eben der Stress, aber es dürfte nicht, weil ich läuft ja bei 2. Hier geht's weiter. Blaue Kristalle? Ja, ja, warte, ich habe eine Spitze. Oh, nein, die habe ich zu Hause im Schrank getan, oder? Spring mal nach Hause. Achtung, Ort. Schon wissen, ob man da Gems farmen kann. So schön die Höhlen sind. Da ist irgendwo was falsch. Bei der, die anderen waren ja gar kein Problem. Ich war ja auch vorhin im Wasser, wo ich gestern schon war, im Wasser, weißt du, was ich meine? Und da ging dann auch nichts. War das gleiche Thema, absoluter Overspawn. Muss mir vorstellen, hier diese Zitterale, ne? So auf so einem Fleck 30 Stück, dazu 10 Megalodons und nochmal 8 oder 10 Dunkles Theos und ein ganzer Schwarm von diesen Chindrias. Auf einem Fleck. Wow. Ja. Keine Ahnung, ich bin nicht draußen, bei dir. Ne? Bin wieder zu Hause. Du spawnst in der Wand. Versuch's mal jetzt. Bin ich zu Hause im Schrank. Jetzt. Biegen Andi. Dann nehme ich mal Andi. Du hast dich nämlich in die Wand gesetzt da hinten. War bisher nie ein Problem, deswegen wundere ich mich. Hier in der Höhle geht's. Ich könnte mal eben was machen. Ne, der steht auf 70. Jetzt geht's super. Lul. Baut sich einfach nichts von den Texturen auf. Das hier grüne Kristalle? Blaue, lila, ne? Rote Edelsteine. Wir sind blaue. Dann gibt's auch irgendwo Rockdrakes wahrscheinlich, wenn's so Mega-Chellon und das alles gibt. Hier sind wieder rote. Hier sorry, ist aber bewegen ist gerade nicht so geil. Da ist die Atro. Wer weiß, was hier drüber alles am Spawn ist. Oder noch tiefer.
Also rote können wir immer gebrauchen, sogar für später, für uns. Ja, also, hier an der Ecke sind noch grüne. Ja, die haben wir jetzt, die könnten wir auch herstellen. Alter, das ist eine absolute Supercrab. Boah, ich muss da raus, ich krieg da Augenkrebs. Abbruch? Was? Nee. Ohne Artefakt kommen wir nicht weiter, können nicht abbrechen. Ja, dann müssen wir weiter. Ja, klar, du weißt, wo es lang geht, wenn ich dich irgendwo in dem grünen Scheiß hier sehe, da. Ich stehe hier. Hab dich. Warte mal, ich mach mal was anderes. Was denn? Den Gewichtsvollzieher ab. Das tut nämlich Una dazu bei. Du bist viel zu schnell. Okay, hier geht's runter. Nicht runter, komm. Nicht runter, komm. Okay. Komm zurück. Wird langsam besser. Hier ist was im Argen. Da nicht? Da, links. Da ist irgendwas. Und ja, da kann man wirklich nachgehen. Egal, was andere sagen. Warum ist hier alles tot? Weil wir hier doch durchgekommen sind. Echt? Ja, den hast du nur liegen lassen. Den hast du nicht abgebaut. Hier sind wir runtergegangen. Boah, krieg Kopfschmerzen. Ja, definitiv, ja. Hier waren wir, hier waren okay, wir. Okay, dann müssen wir doch runter. Müssen wir da doch runter. Ja, ich hupf mal. Solo. Aber es sieht aus, als wenn wir draußen wären. Bin unten. Hier geht's rein und wird's moosrig. Hier geht's tiefer. Und ich höre was. Arte oder Loot? Loot. Pack doch mal die Ratte aus. Ja, die haben schon Level 300 plus. Und geben auch plötzlich nicht mehr ganz so viel Schütteln. Bleib hier. Komm da nicht rein. Hört. Dann vielleicht auch effizienter, wenn ich die kill. Ah, jetzt bin ich doch rein. Okay. Ja, die machen schon ganz schön Aua. Hallo. Hier ist das Artefakt links und auch nochmal Loot. Ich hänge. Und komm nicht durch. Komm zurück. Ja. Ganz ruhig. Noch eine. Auch durch. Hier ist noch eine. Die steckt aber in der Wand. Habe ich. Noch eine. Du da mit deinem Faultier fertig bist, bin ich tot oder habe alles hier drin getötet. Mach leer das Ding. Knüppeln, Stoff, Schuhschrott. Die versuchte sich zu verdrücken. Die hatte Schiss. Nichts Besonderes. Na, hier gab es nur Crap. Und das Arte. Und das war's. Damit sind wir raus. Dann können wir auch raus aus der Leckparty. Da machen wir mal kurz einen Prozess und ab durch die Mitte. Wo bist du? Hier bei dir. Umstein und ab nach Hause. Eine Katastrophe, der Teil. Ich meine,
Es ist gerade ein Spawnfehler allgemein. Im Wasser ist es ja auch so hyperschlimm. Blauen Rexen sind fertig. Gut. Ja, das Chichin-Ergebnis kann sich sehen lassen, wenn du gleich mal reinguckst. Ja. Du hast noch nicht dazu gelegt. Guck mal, was ich jetzt noch reinschmeiße. 1, 2, 3, 4. Das Ding hat sich gelohnt. Also die letzten zwei sogar. So, ups. Boah, ich Kopfschmerzen nicht richtig. Ja, Dito, absolut. Ekelhaft. Viel zu schlimm. So, und Loot-Schüttel tue ich hier mal hier rein, ja? In die Bench. Boah, da kriegst du, das war echt hyper schlimm. Oh, ekelhaft. Da müssen wir unbedingt ganz, 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 ganz fix ran. Das ist echt. Ah ja, und 5000 Fasern hast du auch noch unterwegs gemacht. Die habe ich auch noch mitgenommen. Die zwei kann weg. Naja, gerade mal Gemüsetour. Und wieder fast 10.000 Narkosebären. Der Mikrofonmonster ist wieder da. Ich muss mal kurz der Seite ich um. Vorher Mute drücken. Geht gut. Die blauen Rechse, ja, will ich mich aber jetzt echt nicht drum kümmern. So. Ich bin immer noch so irgendwie gefühlt schwammig unterwegs. Ja. Die Blechdosen, Andi. Hey, lange nicht Kaffee. Gehört. Kaffeepause. Die Kaffeepause. Damit den Kopf wieder freikriegst. Nö, alles gut. Alles ist gut. Okay, die Gilly-Sachen muss ich nicht unbedingt reparieren. Die sind nicht mal bei halb. Das Einzige, was jetzt mal rappt werden muss, ist meine Flakbrust. Aber nach 3-4. Und warum rennst du, hast du keine Hose an? Die war kaputt, der Rest der Gilly-Klamotten. Aber hier drei Höhlen oder so und Dracheneier klauen. Das ist okay, dass dann mal die Flak repariert werden muss. Ich könnte auch meinetwegen jedes Mal repariert werden, wenn dafür Gilly ganz bleibt, wäre ich zufrieden. Na, hier haben wir unsere 60. Zack, hast du unser nächstes Ziel schon? Ja, aber geht kurz auf.